Galatasaray Istanbul. Wenn Sie bedenken, am 13. Mai 2009, aber der Auftritt bisher nicht gerade überzeugend. Die Mannschaft, die 2006 in Deutschland gut sich von Klose, nachdem der Ball schon wegschien, aber der lustige Nach dem Kapitän Lukas. Kämpferisch auftretenden Australier scheint gebrochen. Da langt doch deren Teamgeist nicht. Die hatten ja martialisch angekündigt, keine Angst zu haben vor dem dreimaligen Weltmeister. Kakao. Wir spielen elf Männer gegen elf Männer, hieß es. Und dann sehen wir weiter, was bei rauskommt. Wir sind inzwischen 11 gegen 10. Und Özil geht raus. Eine 1 mit Sternchen, wenn man hier das benoten möchte. Ein Spitzenauftritt des 21-jährigen Trainers. Und die Möglichkeit für Mario Gomez, sich mal zu zeigen. Auch Australien wechselt. Mail Cedinak aus Antalya in der Türkei ersetzt auf der rechten Seite Brett. Und unsere Statistikabteilung im Fernsehzentrum ist hellwach. Schweinsteiger hat nur die zweitmeisten Ballkontakte. Den meisten hat Philipp Lahm. Kedira.
Spielchen hat ein halbes Null mit 10 Mann. Podolski kriegt seine verdiente Pause. Hier sein Tor zum 1:0 in der 8. Minute. Joachim Löw bedankt sich bei seinem Lieblingsschüler und jetzt kommt der dribbelnde kleine Irbisch, der Joker zuletzt, Marco Marin von Werder Bremen. Ja, die Party ist groß, das Spiel ist vorbei. Deutschland gewinnt 4:0 gegen Australien nach den Toren von Lukas Podolski, Miroslav Klose, Thomas Müller und Kakao. Und ihr seht, es ist eine Riesenparty hier auf der Freilichtbühne. Hier lässt sich auch die Handballprominenz nicht lumpen und feiert kräftig mit. Und ich versuche mal ein paar Stimmen einzufangen. Katharina, ui, Spielerin von Grünwald-Schwerin. Möchtest du was sagen? Was kannst du zu dem Spiel sagen? 4:0 für Deutschland, geht besser? Also, erst einmal absolut geil. Die Deutschen haben so gut gespielt. Wir hatten ungefähr 9 Chancen und 4 reingemacht. Es ist eine Wahnsinnsstimmung hier. Es ist einfach nur geil. Einfach nur geil. Was traust du der deutschen Mannschaft jetzt zu nach dem Spiel? Also, wenn sie so weiter spielen, dann können die auch Mannschaften wie England schlagen. Also. Dann ist alles möglich? Nee, alles nicht. Hat viel mit Glück zu tun, aber heute haben sie richtig gut gespielt. Die Australier haben sich wirklich zurückgehalten. Die waren nicht aggressiv. Nicht so wie Deutschland. Deutschland hat super gespielt. Vielen Dank. Wir gehen mal einmal weiter. Wir schnappen uns mal die nächste. Kurzer Eindruck zum Spiel. 4:0 für Deutschland. Geht's besser? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also, aber das ist auch schon eine Top-Leistung fürs erste Spiel. War schon erste Sahne. Was ist Deutschland jetzt noch zuzutrauen? Was ist Deutschland jetzt noch zuzutrauen? Weltmeister! Ja, komm, ein Mann dazu. 4:0, geht's besser für Deutschland? Ne, also zum Aufschlag geht's auf jeden Fall nicht besser. Also wir haben sensationell gespielt, auch wenn der Gegner nicht ganz so gut war. Aber man muss sagen, wir haben die Tore gut herausgespielt. Wir haben uns gut präsentiert und so kann's weitergehen. Ja, wenn es so weitergeht, was ist Deutschland zuzutrauen? Also wenn wir so konzentriert spielen, dann ist uns auf jeden Fall das Halbfinale zuzutrauen, aufgrund der Auslosung. Und da muss man weitersehen, aber wir müssen weiter so konzentriert spielen. Gibt es irgendwas zu verbessern heute an dem Spiel? Eigentlich nicht, weil wir waren 90 Minuten konzentriert. Und das müssen wir beibehalten. Und das wird die Schwierigkeit für die nächsten Spiele sein. Vielen Dank. So, wir feiern noch ein bisschen hier den Sieg der deutschen Nationalmannschaft. Wir wünschen euch viel Spaß bei den Impressionen und sagen Tschüss bis zum nächsten Mal.